Und da sind wir wieder bei Vegas 12 mit mir, Sefi und Jutis. Hi. Mein Selbst noch selber, finde den Schlüssel! So. Gucken wir hier nochmal. Ey, wo muss das Mistding ja sein? So, was hast du hier auch immer so? Ja, finde dieses, finde dieses. Ja, hier ist der Spinnen jetzt wieder. Schon mal ein Schwert rausgeholt. So. Das kann ja nicht nur da durch den Schacht sein. Unter Wasser krabbeln, interessant. Das hatte allen anderen links voraus. So, was du trotz. Ah, hier. Das war sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Wir eigentlich. Wir dachten nur, es geht nicht. Wir sollten mehr versuchen. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Fick dich, Schlüssel. Fick dich. Fick dich, Maulwurf. Der Schlüssel kann nichts dafür. Stimmt. Du hast ja so recht. Ja, auch ich hab mal recht. Glaubst mir nur nie. Ich finde das cool, dass da in der Tür schon immer diese Käferlis sind. Mhm. So, jetzt hält uns nichts mehr auf. Nichts mehr. Nicht du. Das, was uns aufhält, wird erschlagen. So, wir vom Teufel rein. Tschüssi. Hilfe. Ich hab einen Nieser sitzen. Passiert. Ja, ich finde, die reagiert gerade gar nicht. Warte. Ich treff die alle nicht. Mach's doch wieder mit der Bombe. Aber wir gehen einfach weiter. Oh, Scheiße, Entschuldigung. Naja, wir müssen da Krabbe so hier balancieren. Ach so. Und ich glaube nicht, dass wir da mit den Deko-Pflanzen rüber können. Und um die Deko-Pflanzen. Weißt du, und um die Deko-Pflanzen da wegzumachen, die müssen wir den Käfer benutzen. Dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. Ja. Sonst wäre ich weitergerannt. Jetzt müssen wir erstmal. Mal, ob wir hier irgendwo Herzen finden. Ich nicht. Heldenmodus aktiviert! Für jedes Schmerzchen ein Herzchen. Tja. Das ist nur mal Herzschmerz. Oh, Monsterklaue. Monsterklaue. Oh, und fliegen wir noch ein paar Herzen. Ja. Da oben ist noch eins. Ja, wir können hier mal graben. Ernsthaft. Ernsthaft. Pff, ernsthaft. Ich kaputt. Das hat sich so echt so angehört, als wenn der Schwert gleich kaputt geht. Kommt noch was. Oder auch nicht. Hm. Wahrscheinlich so im Türrahmen. Ja, wahrscheinlich. Das ist hier schon mal öfter passiert. Ja, danke, Mutter. Das
wir ein bisschen näher ran. Oder geht, die kommen ja so raus. Mhm. Nein. Kann ich drehen und wenden, wie ich will. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, geht das schon wieder los? Der Drache ist nicht mehr hier. Ich weiß, aber das mit dem Drachenkotz. Ja, wo seid ihr denn? Fangsbällchen! Toll. Für einen hat's gereicht. Nein, der nicht. Für zwei Kopf. Siehst du, es geht doch. Siehst du. Ja, alles eine Sache der Sitzgelegenheit. Ja. Der Wohnsitz macht. Oh. Was ist denn? Durch die Tür. War mir nur nicht sicher, ob es die richtige war. Na. Na, hier, guck mal lieber. Das soll ich mit meiner Orientierung sein. Lass mich raten, das Seil da vorne ist wieder weg. Ich kann allein nicht hoch, tut mir leid. So, ich hab. Uah! Ich dachte schon. Ich hab nicht gesehen, dass da eine Schlucht war. Achso, ihr bleibt da stehen. Ah, stimmt. Ich hab dich vom Fall geschützt. Kann ich da eine Bombe hinwerfen? Du willst immer alles mit Bomben regeln. Besser als mit einem Pfeil im Kopf. Tja, wir müssen uns das überlegen. Hm. Vielleicht mit der Schleuder? Ah, stimmt. Nur das hohe Zweig weg. Stehen wir ganz schön offen da rum. Ah, ich habe eine viele Idee. So. Siehst du, wieder ein Problem mit Bomben gelöst. Du und deine Bomben. Was denn? Ich kann nichts dafür. So. Du speichern. Erstmal quatschen. Das ist ja nicht wahr, sondern dafür habe ich jetzt den langen Weg auf mich genommen. Hier muss schon alles, eine alles leergeräumt haben. Es ist nichts mehr da. Nur noch Wasser. Und wer braucht das denn? Ich gehe heim. Man sieht sich. Vielen Dank. Dank für nichts, du Arsch. War da nicht irgendwo an der Seite noch Blumle? Da. Zum Beispiel. Ich bin zu faul, da hochzurennen. Ich merk's. Ist noch irgendwas Schönes. So, mal machen Speichern. Alter, ist das ein Kack. Ja. Wenn wir nochmal gegen das Drecksvieh kämpfen muss, kotze ich. Ach nee, das war ja Gera. War genauso scheiße. Oh, ich war ja noch nie.
Ach, leck mich doch. Oh. Wie wär's mit Bomben? Ach, jetzt willst du auch noch eine Bomben haben. Ich suche mal was zum Heilen. Das sieht gut aus. Und das sieht auch gut aus. Ernsthaft? Das Spiel will's auch. Verlieren die zumindest die Arme wird. Ah, oh, scheiße, ich weiß nicht, auf wen ich mich jetzt zuerst konzentrieren soll. Hier, bitteschön. Habt ihr denn eure Arme so schnell her? Dazu bist sorry. Oh, was eine Geburt. Wie jetzt? Es gibt nur 5 Rubine. Ach, leck mich doch. Es gibt Zelda-Teile, da hätte man dafür einen Herzcontainer gekriegt. Den ganzen. Ja, oder zumindest ein Herzteil. Ich spüre heiliges Wasser in der Nähe. Fick dich, Faye. Es gibt keine Strömung durch Augen von Kreaturen. Da ist die Aurasuche verfügbar. Wie, ist nur einer von diesen Wasserfällen hier heilig, oder was? Klappe. Kann ich Wasser heilen? Sieht nicht so aus. Vielleicht kann das heilige Wasser uns heilen. Das ist noch krass. Wollen die Blümchen kaputt haben? Ich glaube nicht, dass sie was geben. Ich wurde eines Besseren belehrt. Pflanzen sind dein bester Freund. Ich merk's auch. Es gibt ja nicht umsonst 3 Pflanzen. Das waren Heilpflanzen. Nö. Ist das Wasser jetzt heilig? Nur dieser eine Wasserfall, ich sag's doch. Ernsthaft, den hätten wir ohne Aurasuche gefunden. Nein. Ich glaube, ein Minus gedrückt hätten. Achso. Sterben lässt grüßen. Du hast heiliges Wasser erhalten. Das reine Wasser hat die Kraft, den Wasserdrachen zu heilen. Die Kraft ist in keinem normalen Wasser zu finden. Fickt euch. Ach, dankeschön. Ja. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% ist dies das Seewasser im Wasserbehälter des Wasserdrachen. Also Faye, das mit deinen Wahrscheinlichkeiten, das musst du nochmal überrechnen. Ja, gehen wir zurück zu ihm. Müssen wir jetzt den ganzen Weg durch den Sumpf nochmal laufen? Nein. Schubst ihn!
Boah, es wäre vielleicht nicht so verkehrt, wenn wir nochmal wieder nach oben gehen würden. Wenn ich mir den Schild angucke. Ja, stimmt. Können wir auch gleich speichern. Achso, ich wollte erst dran. Ja, die Reihenfolge ist ja eigentlich egal. Dann können wir auf dem Rückweg ja eine Vogelstation nehmen, die da mehr in der Nähe ist. Ja. Vielleicht können wir den ja auch schon verbessern. Der hat ganz schön gelitten. Dass sich da keiner von den Bewohnern bewundert. Oh, guck mal, dieses Licht, das da in diesen Wolkenstrudel reinfliegt. Ich will aufs Dach landen. Mhm. Bist du doch. Das soll ein Dach sein. Naja, jetzt muss ich nur weiterlaufen. Ist das der Basar, oder? Ja. Nicht, dass ich gleich wieder irgendwo falsch reinlaufe. Ich kenne mich doch. Hallo. Der Basar hat keine Tür. Stimmt. Daran kennt man das. Deswegen haben die auch abends nur einen Laken davor. Ah, sehr einbruchssicher. Mhm. Ja, hier, hey, Trapo. Schild reparieren. Wir haben nur den einen kaputten. Hey, Rubina, das ist ja wie geschenkt. Okay. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Schrauben, ein bisschen Spucke. Fertig. So, das klingt gleich viel besser. Mal sehen, was wir auch aufrüsten können. Ja, das wird toll. Hm, erstmal ein Schild. Schmuckschädel brauchen wir. Ein einzigen! Na, das wäre ein bisschen bescheuert. Nehmen wir ja eh nicht mehr. Ja. Doch, wir müssen doch bestimmt wieder in dieses. Mit diesen hier in die Wüste. Ach so, ja, stimmt. Ich gucke erstmal, was hier noch sonst. Ja, diese Finsterhalbmonde sind, findet man ja eh nur abends in der Stadt. Hm. Ja gut, ist auch. Na gut, dann haben wir mal einen Holzschild. Nein, da braucht man vier. Wir haben vier, da braucht man nur die eine für. Hm. Ja, hau rein, du Arsch. Und wenn wir wieder in die Wüste müssen, dann sind bestimmt wieder jede Menge Elektroviecher. Elektro-Pokémon! Nein, du bist nicht gemeint. Eigentlich voll bizarr. So aus Pokémon-Logik in der Wüste Elektro-Pokémon. Tja. Aber zum Glück sind wir nicht bei Pokémon. Ja. Du hast einen harten Hotschild erhalten. Er ist immer noch leicht zu handhaben. Hält aber mehr aus als sein Vorgänger. Bla bla bla. Und passenderweise können wir auch gleich cutten. Ja. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal und ciao!